Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt von der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wie stehen Sie zu der Welt? Ich meine, was für ein Verhältnis haben Sie zu der Welt? Ich spreche nicht von der Erde, auf der wir alle leben, sondern ich spreche von der Gesellschaftsordnung, der Zivilisation, den Mitmenschen, mit denen Sie leben. Wie verhalten Sie sich denen gegenüber? Was ist Ihre Einstellung? Vor vielen Jahren hat der ehemalige Präsident der weltweiten Kirche Gottes, aus der sich ja die Kirche des ewigen Gottes ableitet, eine Broschüre geschrieben mit dem Titel Eine Welt gefangen gehalten. Eine Welt gefangen gehalten. Und ich möchte ein wenig aus dieser Broschüre zu Anfang der Predigt vorlesen. Denn Herbert Armstrong, wie ich sagte, der ehemalige Präsident, der jetzt verstorben ist, ist zwar tot, aber seine Lehren sollten weiter leben und weiter Beachtung finden. Und in dieser Broschüre beschreibt Herr Armstrong, wie diese Welt, in der wir heute leben, zustande gekommen ist. Er schreibt, Adam war als potenzieller Sohn Gottes geschaffen worden. Nachdem er einmal Satans Weg eingeschlagen hatte, den Weg der Eigenmächtigkeit, gegen ein ausdrückliches Gebot Gottes rebellierend, wurde er geistlich zu Satans Eigentum. Er hat sich ja gegen Gott verstiegen, er hat ja von dem Baum der Erkenntnis gegessen, von dem Gott gesagt hatte, er solle davon nicht essen, aber Satan hat Eva dazu gebracht, davon zu essen und dann auch natürlich Adam davon gegeben. Herr Armstrong fährt fort hier, er hatte sich damit der Herrschaftsordnung Satans unterworfen. Alle Menschen stammen von Adam und Eva ab. Seit damals liegt die Welt gefangen gehalten. Sie hatte sich für den Weg des Kidnappers, nicht für den des potenziellen Vaters, mit anderen Worten Gott, entschieden. In rund 6000 Jahren hat sich die Zivilisation, die wir die Welt nennen, entwickelt. Aber es ist eine Welt in Fesseln. Auf dem Erdenthron sitzt heute nach wie vor Satan. Und er hört nicht auf, in den Menschen zu wirken. Ungeheure Übel hat er über die Erde gebracht. Und dann weiter in der Broschüre heißt es dann folgendermaßen. Er, nämlich Adam, stand unter Satans Einfluss und die ganze von Adam gegründete Weltfamilie wurde dazu verführt, eine Zivilisation zu errichten, die zur Welt Satans wurde, einer Welt gefangen gehalten. Sie hat Staat- und nationalstaatliche Herrschaftsformen, Wirtschaftssysteme, gesellschaftliche Systeme ausgebildet, alle am Prinzip des Nehmens ausgerichtet, nicht an uneigennütziger Liebe, Zusammenarbeit, Harmonie und Frieden. Jesus kam nicht, und das ist jetzt eine Frage, meine Damen und Herren, die wir uns alle stellen müssen. Warum kam Jesus Christus auf diese Erde? Warum hat er die Kirche gegründet? Was ist die Aufgabe der Kirche heute? Jesus kam nicht, um diese Welt, die Welt Satans, zu reformieren oder zu retten. Er kam, um eine neue Welt zu begründen. Und zwar Gottes Plan gemäß durch seine Kirche. Jesus brachte der Menschheit die Botschaft des Evangeliums, nicht im Versuch, die Welt Satans zu ändern und zu bekehren, sondern um Zeugnis zu geben vom kommenden, weltbeherrschenden Reich Gottes. Ihren Anfang nahm die Kirche mit einem Mann, dem zweiten Adam, Jesus Christus. Er erweiterte sie um 12 Erwählte, die er selbst berief und lehrte. Zur Zeit seines Wirkens berief Gott noch weitere Menschen zum Glauben an das Evangelium und zu seiner Nachfolge. Einige folgten ihm nur kurze Zeit und fielen dann wieder ab. Am Pfingsttag empfingen 120 Menschen den Heiligen Geist Gottes, wurden getauft und wurden zu gezeugten Kindern Gottes. Nur wer unmittelbar von Gott erwählt und geistlich berufen wird, kann durch Jesus zu ihm kommen. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, sagt Jesus selbst. Die solchermaßen von Gott zu seinem Reich Berufenen und Erwählten sollen von der Welt ausgehen, sich von ihr absondern. Jesus hat sich nicht als Teil dieser Welt, ihrer Wege und Sitten verstanden und die Berufenen dürfen das auch nicht. Die gegenwärtige böse Welt Satans, die gekidnappte Welt, hat ihren Anfang im ersten Adam. Jesus hat, als er auf Erden wandelte, diese Welt mit einem Bauwerk verglichen. Auch die Kirche wird in der Schrift mit einem Bauwerk verglichen. Jesus kam nicht, um das Weltgebäude, unsere Zivilisation, zu reparieren, zu restaurieren,
oder zu erneuern. Viele sagen heute, dass das die Aufgabe der Kirche sei, eine bessere Welt aus dieser jetzigen Welt zu machen. Das ist nicht Aufgabe der Kirche. Das war nicht der Grund, warum Christus hier auf Erden kam. Fahren wir fort. Das ganze Fundament, das satanische Fundament, ist schlecht. Und was darauf gebaut ist, die Staats- und Rechtssysteme, die materialistischen Bildungssysteme, die Religionen, die gesellschaftlichen Systeme und Sitten, ist schlecht und bringt Unglück, Unzufriedenheit, Streit und Hader hervor, die zu Gewalttat und Vernichtung führen. Angst, Leid, Armut, Tod kennzeichnen unsere Welt. Das sind die tragenden Säulen und Balken des Gebäudes, das sich die Welt nennt. Jesus kam nicht, um die Welt zu reformieren, sie geistlich zu erneuern, für sie zu beten, sie ganz oder teilweise zu retten. Nein, die Kirche ist der Anfang, der Embryo einer ganz anderen, eines ganz neuen Bauwerks. Jesus berief die von Gott Erwählten, sich aus der Welt und aus ihren Wegen zurückzuziehen. Allerdings müssen die Herausberufenen in derselben Welt weiterleben. Sie sind sogar gehalten, sich weltlichen Obrigkeiten unterzuordnen, aber nur so weit, wie sich das nicht gegen die Gesetze Gottes verstößt. Gott will bestimmte Menschen aus den Wegen der Welt Satans herausberufen und sie zu Lehrern und Herrschern für die Zeit ausbilden, wenn Christus als König aller Könige und Herr aller Herren zur Erde wiederkehrt, um alle, die dann guten Willens sind, zu lehren, zu bekehren und zu regieren. Alle, die auf dieser Welt gelebt und ihre falschen und schlechten Wege übernommen haben, müssen die rechten Wege Gottes kennenlernen. Bei Christi Wiederkehr in höchster Macht und Herrlichkeit wird Satan des Erdenthrones enthoben werden. Was ist die eigentliche Zweckbestimmung der Kirche? Wozu hat Jesus sie gegründet? Um das baufällige Gefüge der Welt, um noch einmal diesen Vergleich aufzugreifen, zu reparieren? Um die sündige Welt Satans durch Bekehrung zu retten? Das ist das, wie ich sagte, was viele heute meinen. Doch wie wir sehen werden in der heutigen Predigt, das war nicht der Grund des Kommens Christi und das ist nicht der Grund, warum heute die Kirche existiert. Es heißt dann zum Abschluss in der Broschüre, Jesus hatte sich qualifiziert, Satans Nachfolger auf dem Erdenthron anzutreten. Jesus Christus ist der Anfang, das Fundament eines völligen Neubaus, einer neuen Welt, einer neuen Zivilisation, der Welt von morgen. Gott bietet uns seinen Heiligen Geist an, meine Freunde, um uns die Möglichkeit zu geben, aus dieser Welt herauszukommen. Denn auf sich alleine gestellt könnten sie das nie. Diese Welt ist gefangen gehalten von Satan, wie wir das noch näher sehen werden. Und wir sollen diese Welt verlassen. Natürlich nicht physisch, es geht nicht darum, jetzt in ein Kloster zu gehen, sondern geistlich. Wir sollen uns absondern in unserer Gesinnung von dem, was in dieser Welt vor sich geht. Im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel, macht Paulus eine sehr bedeutsame Aussage. 2. Korinther 6, angefangen in Vers 18. Da schreibt er, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Es geht nicht darum, diese Welt zu verändern. Es geht darum, sich von der Welt abzusondern und selbst anders zu werden. Schauen Sie, wenn wir uns weigern, aus dieser Welt herauszukommen, aus ihren Gebräuchen, ihren Gewohnheiten, ihrer Lebensweise, dann werden wir mit dieser Welt Gottes Strafe erleiden, denn Gott wird kommen, diese Welt zu bestrafen für die Art und Weise, wie sie lebt. In der Offenbarung lesen wir am 18. Kapitel, Offenbarung 18 und Vers 4, denn da wird jetzt die Welt
mit einem babylonischen System verglichen, das schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren existiert, nur vielleicht in anderen Regierungsformen und Weisen. Aber Gott sagt hier in 18. Kapitel und Vers 4, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Und die gleiche Aufforderung finden wir im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 11, angefangen in Vers 31. 1. Korinther 11 und Vers 31. Paulus sagt, wenn wir uns selbst richteten oder beurteilten, uns überlegten, wie wir leben und ob wir wirklich so leben sollten, wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet, und zwar von Gott. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, so werden wir vielleicht durch Leid dazu ermutigt, uns zu überlegen, wie wir leben und uns dann ändern, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Denn ein Verdammungsurteil wird über die Welt ergehen, die sich nicht zu Gott bekehren will, die die Wege nicht ändern will. Schauen Sie, als ein Nachfolger Jesu Christi, als ein Diener Gottes, sollten wir uns als solche verstehen, die der Welt abgestorben sind. Wir lesen dies im Galaterbrief, im 6. Kapitel. Galater, Kapitel 6. Und in Vers 14. Galater, Kapitel 6 und Vers 14. Das war die Einstellung des Paulus. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Der hat sich nicht jetzt eingebildet, dass er etwas ganz Großartiges war und dass Gott ihn deshalb berufen hat, weil er solche wunderbaren Taten verbracht hatte. Paulus war letzten Endes ja jemand, der die Kirche verfolgt hatte. Nein, er wollte sich lediglich rühmen von dem und über das, was Christus getan hatte für ihn. Und so sagt er hier auch, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Schauen Sie, die gute Nachricht, das ist eine Bibelübersetzung, die so gemeinsam von der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz herausgegeben wird, die übersetzt diese Stelle wie folgt. Die Welt ist für mich tot und ich bin tot für die Welt. Schauen Sie, Paulus hatte keine Interessen mehr daran, so zu leben, wie die Welt lebt. Und weil er dies deutlich machte, hatte die Welt auch kein Interesse mehr an ihm. Und hat nicht mehr versucht, ihn dann von ihrer Lebensweise zu überzeugen. Und da wir der Welt gegenüber tot sind, so sind wir dann auch den Idealen, den Ideen, den Philosophien dieser Welt gegenüber abgestorben. Und auch das lesen wir deutlich im Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 und Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Auf diese Mächte der Welt werden wir noch zu sprechen kommen. Paulus warnt uns also davor, dass wir uns nicht durch Philosophie und leeres Gerede und leere Ideen von der wahren Lehre Gottes abbringen lassen. In Vers 20 fährt er fort zu sagen, wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Und damit sind menschliche Satzungen gemeint, die uns auferlegen wollen, wie wir zu leben haben, die aber den Gesetzen und Geboten Gottes widersprechen. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen, nicht so leben, wie alle anderen Menschen leben, sondern wir sollen uns ändern. Schauen Sie, wir sollen uns ändern, nicht die Welt. Die Idee, dass wir überhaupt die Welt zum heutigen Zeitpunkt ändern könnten, ist ja ohnehin illusorisch. Aber wir können uns ändern, wenn Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes dazu verleiht. Schauen wir uns im Römerbrief Kapitel 12 an, was uns Paulus hierzu sagt. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Er schreibt hier, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes,
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die gute Nachricht übersetzt, richtet euch nicht nach den Menschen dieser Welt. Nun, viele tun das, die meisten tun das, die überwiegende Mehrheit tut das. Die wollen so leben, wie alle anderen leben. Man will sich ja nicht in irgendeiner Form absondern oder aussondern oder als komisch angesehen werden. Aber Paulus sagt, richtet euch nicht nach der Lebensweise der Menschen dieser Welt. Die Menge-Übersetzung schreibt, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit. Wir müssen uns vielmehr der Leitung und der Führung Gottes, des Heiligen Geistes Gottes unterstellen. Wir müssen dem Heiligen Geist Gottes folgen, der uns aus dieser Welt herausbringen will. Das ist der Grund, warum Gott sie berufen hat, wenn er sie berufen hat heute. Aus dieser Welt herauszukommen, anders zu werden, als die überwiegende Masse der Menschen heute denkt und lebt. Wiederum im Römerbrief Kapitel 8 lesen wir Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind geistlich gesinnt. Die denken so, wie Gottes Geist es ihnen eingibt. Vers 13. Da heißt es darum, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Mit anderen Worten, können wir uns ändern. Wir können uns durch Gottes Geist dazu entschließen, dieser Welt zu entfliehen, und wir können das auch tun. Wir können siegreich sein, sozusagen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, lesen wir angefangen Vers 9. 1. Korinther, Kapitel 6 und angefangen in Vers 9. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes, diese neue Welt, von der wir sprechen, nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Nun, diese Übersetzung hier, die von der revidierten Lutherbibel uns nahegebracht wird, die ist in einigen Punkten nicht ganz genau. Und so möchte ich jetzt zum Vergleich aus der Guten Nachricht zitieren, wie die diese Stelle übersetzen. Und hören Sie mal genau zu und verstehen Sie, was die Änderungen sind, die hier vorgenommen worden sind, die aber dem griechischen Urtext gemäß genauer ist. Die schreiben, Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren. Es geht hier ganz eindeutig um solche, die Homosexualität praktizieren. Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Im griechischen Urtext wird von Menschen gesprochen, die entweder Homosexualität praktizieren oder die sich verleiten lassen, dies zu akzeptieren und anzunehmen. Die, laut Paulus, werden nicht ins Reich Gottes kommen. Die Übersetzung fährt fort zu schreiben, manche von euch gehörten früher zu diesen Menschen. Mit anderen Worten, jemand, der als Homosexueller heute auftritt und dann sagt, ich bin so geboren worden, der hat die Wahrheit nicht auf seiner Seite, denn man kann sich ändern. Paulus sagt, einige waren Homosexuelle, aber als sie in die Kirche kamen, haben sie sich geändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es heißt hier, manche von euch gehörten früher zu diesen Menschen, aber jetzt seid ihr reingewaschen. Ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Und das bezieht sich nicht nur auf Homosexuelle. Auch jene, die Diebe waren, die Wucherer waren, die Trinker waren, die Verleumder waren, die Räuber waren, die Ehebrecher waren, die Unzucht getrieben haben. Alle die können sich ändern. Sie müssen sich ändern, wenn sie im Reich Gottes sein wollen. Es heißt dann hier weiter, denn ihr seid mit dem Herrn Jesus Christus verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Und durch die Gabe des Heiligen Geistes in uns können wir solche Änderung erlangen.
Warum gibt uns Gott seinen Heiligen Geist? Warum bietet uns Gott seinen Heiligen Geist überhaupt an? Was ist ein Grund der Gabe des Heiligen Geistes? Nun, ein Grund besteht darin, dass wir beginnen können, in richtiger Form seine Gesetze zu halten. Schauen wir uns einmal im Buch Hesekiel, im Alten Testament an, dass Gott auch in der Zukunft Menschen seinen Heiligen Geist geben wird, um sie dazu zu bringen, seine Gesetze zu befolgen. Hesekiel Kapitel 11, die Verse 19 und 20. Und wie das für die Menschen der Zukunft gilt, so gilt das auch für uns heute bereits, wenn uns Gott heute bereits schon den Heiligen Geist anbietet. Hesekiel Kapitel 11 und Vers 19. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Warum? Damit, Vers 20, sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es geht also darum, Gott gehorsam zu sein. Schauen Sie, es kann wirklich keine Gemeinschaft geben zwischen einem Streiter Christi, jemand, der für Christus streiten will, in geistlicher Weise, und den Geschäften, den Idealen, den Philosophien dieser Welt. Man kann nicht mit Ungläubigen sozusagen an einem Joch ziehen, wie wir dies bereits gelesen haben. In 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir die Verse 3 und 4. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass wir jetzt keinen Kontakt mehr haben sollen mit anderen Menschen. Es geht darum, dass wir uns nicht verleiten lassen sollen, so zu leben, wie die leben, wenn es dem Sinne Gottes nicht entspricht. 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Denn wenn wir so leben wollen, wie Christus es uns gebietet, dann werden wir Leid erfahren. Verfolgung. Vers 4. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und so lesen wir dann auch, dass wir nicht Gott lieben können und die Welt zum gleichen Zeitpunkt. Eine Trennung muss stattfinden zwischen diesen beiden Aspekten. Wenn wir Gott lieben, können wir nicht die Welt lieben. Wenn wir die Welt lieben und alles das, was in der Welt ist, dann können wir nicht Gott lieben. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass das wirklich der Wahrheit entspricht? Nun, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wird es uns ganz deutlich gesagt. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wir lesen an anderen Stellen, dass uns Gott seine Liebe gibt durch den Heiligen Geist. Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun hören Sie sich an, wie die gute Nachricht, Vers 16, übersetzt. Wie sieht es denn in der Welt aus? Die Menschen lassen sich von ihrer Selbstsucht treiben. Sie sehen etwas und wollen es dann haben. Sie sind stolz auf Macht und Besitz. Und Gott sagt uns, so dürfen wir aber nicht mehr leben. Wir sollen uns aller weltlichen Begierden enthalten, wie wir dies im Titusbrief lesen. Titus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Titus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Da wird schlicht und ergreifend gesagt, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Wir müssen nach wie vor in dieser Welt leben, aber wir sollen es auf rechtschaffene Weise tun.
Wir werden dazu aufgefordert, uns von dieser Welt unbefleckt zu erhalten. Es ist sehr einfach, dass wir uns von dieser Welt beschmutzen lassen. Wir sollen dies aber vermeiden. Im Jakobusbrief kommt dies erneut zum Ausdruck. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 27. Jakobus Kapitel 1 und Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Die gute Nachricht schreibt, wenn wir uns von dem schmutzigen Treiben dieser Welt fernhalten. Das bedeutet, sich unbefleckt von der Welt zu halten, sich dem schmutzigen Treiben dieser Welt fernzuhalten. Wussten Sie, dass Sie ein Feind Gottes sind, wenn Sie ein Freund dieser Welt sind? Wenn Sie weiterhin ein Freund dieser Welt sein wollen, so leben wollen, wie die Welt lebt, dann machen Sie sich damit zu einem Feind Gottes. Auch wiederum im Jakobusbrief lesen wir im 4. Kapitel, in Vers 4. Jakobus 4, 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Man kann nicht Christus dienen und dem Mammon. Man kann nicht ein Freund Gottes sein und gleichzeitig ein Freund dieser Welt. Warum ist das so? Warum finden wir solche starken Aussagen hier, die uns davor warnen, die Welt zu lieben, die uns davor warnen, ein Freund dieser Welt zu sein? Darum, weil Freundschaft mit der Welt oder Liebe zur Welt uns geistlich zerstören wird. Überlegen Sie sich das. Liebe zur Welt wird Sie geistlich vernichten. Das wird ganz deutlich im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel zum Ausdruck gebracht. Matthäus Kapitel 13 und Vers 22. Es geht hier um den berühmten Sämann, der sät. Und einige Saat fällt auf gewisse, auf Örtlichkeiten, die eben nicht so sehr fruchtbringend sind. Und hier wird ein Beispiel genannt in Matthäus Kapitel 13 und Vers 22. Es heißt hier, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Noch deutlicher wird es in der Parallelstelle zum Ausdruck gebracht, in Markus Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Markus Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Wiederum schauen wir uns an, wie die gute Nachricht diese Stelle übersetzt. Sie hören zwar die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes. Sie hören zwar die gute Nachricht, aber sie schleppen sich ab mit ihren Alltagssorgen, denken immer ans Geld und leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos. Schauen Sie, wie die Sorge dieser Welt, die Liebe zu dieser Welt und in allem, was die Welt so für sie parat hält, wie das dazu führen kann, dass sie geistlich zerstört werden? Schauen Sie, Gottes Geist hilft uns, die Welt zu besiegen. Wussten Sie, dass die Welt Gottes Geist nicht erhalten kann? Hauptsächlich deshalb, weil sie nichts vom Geist Gottes versteht und von daher auch den Geist Gottes gar nicht erhalten will. Christus sagt dies selbst in Johannes Kapitel 14. Wir müssen von Gott dazu berufen sein, ihm zu folgen. Gott muss uns seine Gabe des Heiligen Geistes anbieten. Und heute beruft Gott nicht sehr viele Menschen.
Und wenn Gott aber Menschen beruft, dann zu einem Zweck, zu einem Ziel. Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Johannes Kapitel 14, angefangen in Vers 16. Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Schauen Sie, als Christus diese Worte zu den Aposteln sprach, da wirkte der Geist bereits schon mit ihnen. Aber er würde dann in ihnen sein, und zwar zum Pfingsttag, als dann Gott den Heiligen Geist in die Jünger hinein hat fließen lassen. Er sagt, der Heilige Geist wird in euch sein. Und dieser Heilige Geist gibt dann auch den Jüngern die Kraft, diese Welt zu besiegen, aus dieser Welt herauszukommen. Denn als Gottes Kinder gehören wir nicht mehr dieser Welt an. Sind wir nicht mehr dieser Welt zugehörig? Sind wir nicht mehr von dieser Welt? Wie ja auch Christus nicht von dieser Welt war. Er sagt das selbst in Johannes Kapitel 17. Christus kam nicht als Teil dieser Welt, er kam nicht, um diese Welt zum damaligen Zeitpunkt zu verbessern. Er kam, die Kirche zu gründen und der Kirche einen Auftrag zu geben, sich zu qualifizieren für eine bessere Welt in der Zukunft. Johannes Kapitel 17 und Vers 14. Das Gebet Jesu Christi zum Vater im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Hasst sie die Welt? Werden sie von der Welt gehasst? Oder werden sie von der Welt geliebt? Schauen Sie, wenn das der Fall ist, wenn sie von der Welt geliebt werden, wenn sie nach wie vor Freundschaft haben mit der Welt, dann stimmt was nicht. Denn Christus sagt ja deutlich, ich habe ihnen ihr Wort oder dein Wort gegeben und die Welt hat sie dafür gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt. Johannes Kapitel 18 und Vers 36. Johannes Kapitel 18 und Vers 36, als Christus sich jetzt vor Pilatus verantworten sollte. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Mit anderen Worten, seine Engel, von denen er später auch sprechen wird, gegenüber Petrus, die würden verhindern, dass er verhaftet werden und getötet werden würde. Aber er sagt, nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Christus kam, um ein Reich anzukündigen, das er dann hier errichten würde bei seiner Wiederkunft. Aber sein Reich ist nicht von dieser jetzigen Weltzeit. Es war es damals nicht, es ist heute auch noch nicht. Als wir noch so lebten, wie diese Welt heute lebt, folgten wir dem Geist dieser Welt. Mit Erhalt des Heiligen Geistes erfolgt eine Trennung. Eine Trennung von dem Geist dieser Welt. So sollte es sein, so muss es sein. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 2 an. 1. Korinther Kapitel 2, zunächst einmal in Vers 12. 1. Korinther 2 und Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt. Es gibt also einen Geist der Welt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Aber den haben wir nicht empfangen, sagt Paulus, sondern wir haben empfangen den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Und von daher hat es auch gar keinen Zweck, jemand, der nicht berufen ist, versuchen zu wollen, Gottes Wahrheiten eingehend zu erklären. Der kann sie nicht erkennen, heißt es hier. Die sind ihm eine Torheit. Deswegen sagt Christus auch, vorsichtig zu sein, die Perlen nicht vor die Säue zu schmeißen, damit die Perlen nicht zertrampeln und uns dann zerreißen. Schauen wir uns auch Vers 16 im gleichen Kapitel an. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Schauen Sie, wir haben jetzt einen anderen Sinn. Wir haben nicht mehr den Sinn dieser Welt.
Wir haben Christi-Sinn, wir haben den Sinn Gottes. Dieser Geist dieser Welt, von dem hier geredet ist, der stammt nämlich von einer anderen Persönlichkeit. Er stammt von Satan, dem Teufel. In 2. Korinther, Kapitel 4, wird auf diesen Geist der Welt näher eingegangen. Allein das sollte uns schon bereits zeigen, dass wir nicht Teil dieser Welt sein können. Denn wenn wir Teil dieser Welt sind, unterliegen wir dem Geist dieser Welt, dem Geist Satans, des Teufels. 2. Korinther 4, angefangen Vers 3. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Schauen Sie, es ist der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, der durch seinen Geist die Menschen verblendet, die Menschen gekidnappt hat. Die meisten wissen das gar nicht, dass sie Gott, den Gott dieser Welt anbeten, dem Gott dieser Welt folgen. Die meinen vielleicht, sie folgen dem richtigen, dem wahren Gott. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Christus nennt Satan den Fürsten dieser Welt, den Herrscher dieser Welt. In Johannes Evangelium Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Da heißt es: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Schauen Sie, Christus war sich dessen bewusst, dass er nicht der Macht des Teufels unterlegen war. Und wenn er uns aus dieser Welt heraus beruft, dann können wir auch der Macht des Fürsten dieser Welt abschwören, sozusagen. Wir sind dann auch nicht mehr dieser Macht unterlegen. Aber solange wie wir nicht von Gott berufen werden oder solange wie wir dieser Berufung nicht folgen, befinden wir uns nach wie vor unter der Macht des Fürsten dieser Welt, Satans, des Teufels. Wussten Sie, dass Satan in der Offenbarung als jemand beschrieben wird, der die ganze Welt verführt? Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 9. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Es geht hier um einen Krieg, den Satan anzetteln wird gegen Gott im Himmel, um ihn von seinem Thron zu stürzen. Er wird natürlich verlieren. Es heißt, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Satan hat Engel. Die werden heute Dämonen genannt. Die meisten Menschen glauben weder an Satan noch an Dämonen. Wenn wir der Bibel Glauben schenken wollen, wenn wir verstehen wollen, warum die Welt so ist, wie sie ist, warum uns Gott aus dieser Welt herausführt, dann müssen wir natürlich auch an die Existenz Satans und seiner Dämonen glauben. Aber es heißt hier, der verführt die ganze Welt. Mit anderen Worten, er hat sie verführt. Er hat mich verführt. Er hat alle Menschen verführt. Gott muss uns aus dieser Verführung herausholen. Die meisten Menschen wissen natürlich nicht, dass sie verführt sind, sonst wären sie ja nicht verführt. Aber es geht darum, sich von dieser Verführung zu befreien. Und das können wir nur dadurch tun, dass uns Gott die Wahrheit offenbart. Warum wird diese Welt eigentlich böse genannt, wenn die Idee die ist, dass die Welt gut ist und dass wir doch ganz schön hier in dieser Welt leben können? Schauen wir uns in Galater Kapitel 1 an und Vers 4, was über diese jetzige Welt gesagt wird. Galater Kapitel 1 und Vers 4, angefangen in Vers 3, um den Zusammenhang zu finden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Christus kam uns von dieser bösen gegenwärtigen Welt zu erretten. Die gute Nachricht schreibt, dass wir befreit werden müssen von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und Gott befreit uns, indem er uns seinen Geist gibt. Und dieser Geist lässt uns an der göttlichen Denkweise, an dem Sinn Christi teilnehmen. Wir können an dem Wesen Gottes teilnehmen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Im 2. Petrus Kapitel 1, 2. Petrusbrief Kapitel 1,
und die Verse 2 bis 4. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde der Welt. Auch hier wiederum die Trennung. Wir können nicht weiterhin den verderblichen Begierden der Welt folgen und meinen, auf der anderen Seite Anteil zu haben an der göttlichen Natur. Die gute Nachricht schreibt, sie sollen an seinem göttlichen Wesen teilhaben. Das ist ein Grund, warum uns Gott den Heiligen Geist gibt. Dass wir immer mehr so werden, wie Gott ist. Dass wir vollkommen werden, wie der Vater vollkommen ist. Dass wir so zu denken beginnen, wie Gott denkt. Dass wir so zu leben beginnen, wie Jesus Christus hier gelebt hat, als er hier auf Erden war, als Mensch. Und schauen Sie, die wunderbare Nachricht ist, dass wir von dieser Welt befreit werden können. Dass wir Menschen sein können, die nicht mehr der Welt angehören, die nicht mehr von dieser Welt sind, sondern die wir Gott angehören, sodass wir von Gott stammen. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen. Die Menge-Übersetzung schreibt in einer Anmerkung, wir wissen, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Teufels befindet. Oder auch die gute Nachricht, die schreibt, wir wissen, dass wir zu Gott gehören, die ganze Welt aber ist in der Gewalt Satans. Verstehen Sie das, meine Freunde? Dass die ganze Welt in der Gewalt Satans ist? Dass sie, als sie der Welt angehörten, in der Gewalt Satans waren? Und dass Gott ihnen anbietet, aus dieser Welt herauszukommen, sich von der Gewalt Satans zu befreien, teilzuhaben an der göttlichen Natur? Dass sie das Potenzial haben, so zu werden, wie Gott ist? Dass sie heute schon, wenn sie den Heiligen Geist besitzen, göttliches Wesen in sich tragen? Wenn wir Gott angehören, dann können wir uns seines Reiches würdig erweisen, in diesem Leben. Dann können wir zu solchen Menschen werden, deren die Welt nicht wert ist, deren die Welt nicht würdig ist. Im Hebräerbrief lesen wir über solche Menschen, die das in der Vergangenheit bereits gewesen sind. Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 36. Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 36. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Aber Gott sagt, alle die werden in das Reich Gottes eingehen. Die gute Nachricht schreibt, die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. Das kann auch von Ihnen gesagt werden. Anstatt, dass Sie Teil der Welt sind, anstatt, dass Sie so leben wollen, wie die Welt lebt, können Sie zu Menschen gehören, die anders sind. Die so anders sind, dass es heißt, dass die Welt es überhaupt gar nicht verdient, dass Sie in ihr noch leben müssen. Natürlich können wir dann auch mit Verfolgung rechnen, wie dies hier auch im Hebräerbrief beschrieben wird. Denn die Welt hasst sie ja dann. Jesus hat das vorausgesagt, er hat das prophezeit. Das liegt daran, dass Satan nicht gerne aufgibt. Sie befinden sich ja jetzt in einer Situation, wo sie sich der Herrschaftsordnung Satan entfremden. Und Satan sieht das natürlich gar nicht gern. Und er wird versuchen, was er kann, um sie wiederum unter seine Herrschaft zu bringen. Schauen wir uns im Epheserbrief Kapitel 6 an, was Paulus uns hierzu sagt. Epheser Kapitel 6, angefangen Vers 10.
Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt. Schauen Sie, mit den Herren der Welt, mit den Mächten der Welt, von denen wir früher gelesen haben. Mit Dämonen, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert, des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Schauen Sie, das Wort Gottes ist die Bibel, die uns sagt, wie wir leben müssen. Das Schwert des Geistes Gottes gibt uns die Kraft und die Befähigung, dann auch so zu leben, wie wir leben sollen. Die Gute Nachricht übersetzt Vers 12 in diesem Kapitel wie folgt. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Die Bibel ist konsequent in ihrer Auffassung, dass diese Welt heute von Satan und seinen Dämonen beherrscht wird und nicht von Gott. Gott wird Jesus Christus senden in naher Zukunft, um eine andere Welt zu errichten, um Satan und seine Welt abzulösen durch die wunderbare Welt von morgen. Aber diese Zeit ist noch nicht angebrochen. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir sollen nicht Teil dieser Welt sein und bleiben. Schauen Sie, einige haben aufgegeben. Einige sind zu dieser Welt zurückgekehrt. Sie haben sich insoweit wieder der Herrschaft Satans unterworfen. Es ist eine Warnung für uns, dies nicht zu tun. Schauen wir uns im 2. Timotheus Kapitel 4 an, was über einen Mitstreiter Christi geschrieben steht. Jemand, der zusammen mit Paulus gearbeitet hat, der zusammen mit dem Evangelisten Lukas gearbeitet hat, der die Apostelgeschichte ja auch geschrieben hat. Schauen wir uns dies an in 2. Timotheus Kapitel 4 und meinen wir nicht, dass wir stark sind, dass wir immun sind, dass uns das nicht passieren könnte. Die Warnungen der Bibel sind da, aufzupassen, dass wir nicht zurückkehren in die Welt. Denn wenn wir dies tun, können wir geistlich zerstört werden. 2. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 10. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 10. Dort heißt es, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Sie können sich später im Philemon, im 24. Vers und auch in Kolosser Kapitel 4 und Vers 14 anschauen, dass Demas ein Mitstreiter Paulus war, ein Mitstreiter Lukas. Der hat Paulus verlassen. Er hat die Welt lieb gewonnen, die einmal seine Lebensweise beinhaltete, von der er sich aber zurückgezogen hatte, von der er befreit wurde durch Gottes Geist, aber scheinbar ist er zurückgekehrt in die Welt, hat die lieb gewonnen, lieber gewonnen, als so zu leben, wie Gott es vorgeschrieben hat. Schauen wir uns auch in 2. Petrus Kapitel 2 an. 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 20 und 21. 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 20 und 21. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Auch hier hören wir uns an, wie die Gute Nachricht Vers 20 übersetzt. Sie haben unseren Herrn und Retter Jesus Christus kennengelernt und waren mit seiner Hilfe schon einmal der tödlichen Berührung durch den Schmutz der Welt entkommen. Ich lese das noch einmal. Sie waren mit seiner Hilfe schon einmal der tödlichen Berührung durch den Schmutz der Welt entkommen. Aber dann sind sie wieder von ihren alten Gewohnheiten eingefangen und besiegt worden. Das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass man zurückkehrt zu dem, das man verlassen hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Aber es muss nicht dazu kommen.
Das muss nicht das Endergebnis dessen sein, warum uns Gott berufen hat. Im Gegenteil, wir können gewinnen. Gott erwartet von ihnen, dass sie gewinnen. Gott erwartet, dass sie diese Welt verlassen, geistlich gesehen. Dass sie dem Herrscher dieser Welt, Satan und Teufel, abschwören, wie ich sagte. Wir können uns ändern. Wir können Gott gehorsam sein. Und warum ist das der Fall? Wieso ist das der Fall? Weil wir ein Versprechen haben, dass uns in Zeiten der Not, in Zeiten des Leides, in Zeiten der Versuchung immer wieder vor Augen geführt werden muss. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4 und Vers 4, da heißt es: Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, jene, die kommen, um euch davon abzubringen, den Weg Gottes zu gehen. Ihr habt jene überwunden, denn der in euch ist, in anderen Worten der Heilige Geist Gottes, der ist größer als der, der in der Welt ist, Satan der Teufel. Schauen Sie, der ist größer, der hat mehr Macht. Der Teufel kann nur das tun, was Gott zulässt. Und wenn Gott in uns lebt und wir uns Gott gehorsam erweisen, dann werden wir gewinnen, dann werden wir siegen. Die gute Nachricht schreibt: Der Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der Geist, der die Welt regiert. Wir waren alle einmal Teil dieser Welt. Gott hat uns berufen, aus dieser Welt herauszukommen. Meine Freunde, folgen wir diesem Ruf. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.